Möchtest du vielleicht wirklich Ladenspiel? Was würde man mit dem Bein verbannt? Was fehlt dem Kerl beim Altar? Ich kann keine Verletzung erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen. Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Brüll mich nicht an! Der Henker aus Rathai, komm, ich kann... Lass mich es versuchen. Ich richte sein Bein. Du? Hammer und Meißel helfen dabei. Unglücklicherweise musste ich so etwas schon einmal tun. Man muss die Knochen genau aneinander fügen. Keine leichte Sache und die Schmerzensschreie zehren an den Nerven. Man darf sie einfach nicht beachten. Nun gut, dann versuch es. Samek? Wer ist Samek? Ach, das ist der Steinmetz. Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett. Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken! Unsere Freunde! Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Oh, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Du hast hier schließlich ein ganzes Herbarium. Wo ist das? Sag mir, wo das Herbarium ist. Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Und wo ist er? Er verließ doch Scarlets schon vor Jahren. Und weiß jemand, wohin es ihn verschlagen hat? Wenn du das Gerede über einen wilden Mann im Wald glauben magst, solltest du nach Rovna gehen. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Gut, das hatten wir alles schon. Danke. Gespräch beenden. Gott behüt dich. Ja. Ach, hier bei dem Kollegen können wir das Bein richten. Bisschen Anlauf, Bein an einen Ochsenkarren binden, bisschen ziehen, dann geht das schon. Oh, neue Stufe Stärke. Diese Ladebildschirme in diesem Raum sind katastrophal. Verehrte Johanka, ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Ich glaub, wir sollten Was hast du hier zu suchen, Bursche? Wer hat dich reingelassen? Wir sollten gleich wieder da sein. So, bereit machen für irgendwelche Antworten, die wir ganz schnell machen müssen. Ich kümmere mich um die Verwundeten, wie du sicher weißt. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Du wirst hier nicht gebraucht. Okay, den können wir zu gar nichts überreden. Da können wir einfach nur normal reden. Wir haben keine Möglichkeit, den hier... Ich meine, wir sehen ja, wie sein Wert da unten ist. Mit 15 und mit unserem 9 kommen wir nicht dran. Aber Johanka braucht von dir nichts, guter Mann. Du wirst mich auf geziemende Weise anreden, du Lump. Verstanden?
Wollen wir Clinch anfangen oder wollen wir nicht Clinch anfangen? Sie sagt ja, sie braucht gerade keine Drohgebärden. Also sind wir erstmal ruhig. Wir wollen sie jetzt nicht anpöbeln. Ja, Kustos. Aber Johanka braucht von dir. Du wirst mich auf. Ja. Okay, fragen wir mal das hier. Wäre es nicht besser, das Bankett hier auszurichten, Kustos? Was? Wenn du für die Kranken nichts hast, könntest du doch wenigstens Misserfolg. das Bankett hier abhalten. Niemand spricht in diesem Ton mit mir. Werft ihn für die Nacht in den Kerker, damit er ein paar Manieren lernt. Wie viele Stunden? Oh Gott. Na gut, wir sollten sowieso über einen Tag rüberkommen. Dieser Kustos, der kriegt sowas von auf die Fresse. Der verdammte Misserfolg da. Aber gut, bei 15 können wir nichts machen. Unsere Redekunst ist nicht so hoch. Dieser Kustos, der kriegt bald. Dessen bin ich mir ganz sicher. Vorhin haben wir gar nicht mal beleidigt. Ist unsere Kamera gerade an? Vorhin haben wir den gerade gar nicht mal beleidigt. Unser ganzer Kram noch da? Unser ganzer Kram noch da. Retterschnaps können wir gerade nicht benutzen. Ich finde, du hast nicht annähernd bekommen, was du verdient hast. Dich vergesse ich nicht. Willst du mich verarschen, Freund? Wo sind wir überhaupt? Ja, sind wir hier. Hier unten, also. Im unteren Teil von Sasau. Können wir nicht kurz mal eine Schnellreise zum oberen machen? Ja, komm, mach hin. Wir haben auch einen Spezialisierungspunkt in Sachen Stärke. So, Spieler, Stärke, da. Stärke 10. Oh, das geht gut voran. Fest im Griff, was heißt das? Umklammerung ist gar keine schlechte Idee. 10% Chance, Leute mit einem Treffer auf den Kopf umzuhauen. Ich habe mitbekommen, dass das insgesamt sehr gut ist. Auch wenn Fest im Griff auch nicht schlecht ist. Na komm. Wir haben auch schon nicht geschlafen. Wieso ist unser Schlaf immer noch da? Wir waren noch ganz aus dem Kerker. Was ist das für ein Buff, den wir gerade. Oder Debuff, den wir gerade haben? Nach dem Kerker, was heißt das? Bist du unterernährt und generell geschwächt? Deine Stärke ist verringert, je länger du im Kerker wirst, desto höher sind die Malusse. Oh. Ich sehe. Wir waren doch nur einen Tag da drinnen. Wir können ja so im Eimer sein. Müde. Wo finden wir hier irgendwo ein Bett? Oder wir gehen jetzt mal mit Johanka reden. Sie hat doch nicht. Also eigentlich müsste er im Kerker ausgeschlafen sein. Johanka. Was ist eigentlich gerade abgegangen? Wir haben nichts angefasst. Wir waren ganz brav und ganz lieb. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Er kann gemein sein, aber auf seine Art eben auch. Ach, ich weiß nicht. Was? Das ist nicht dein Ernst. Was soll das heißen? Er war wenigstens die ganze Zeit hier, im Gegensatz zu dir. Und überhaupt, das geht dich nichts an. Gott behüte dich. Willst du mich verarschen? Du hast dich doch über dich selber beschwert. Die hat sich über den Kustos beschwert.
Erzähl mir mehr über... Weißt du, wenn es dich stört, dann beschwer dich nicht. Du Elendige. Du Dirnengesocks. So, ja, scheiß drauf. Verwundeter, Verwundeter. So, wie geht's den Leuten hier? Wir sind vollkommen im Eimer. So, reden wir mit dir. Die haben wir das Bein gerade frisch gerichtet. Oh. Du siehst schon besser aus. Fühl mich auch besser. Hab gehört, das verdanke ich dir. Mein Dank. Wenn du jemals wissen willst, was in Sasau los ist, komm zu mir. Nicht viel dort geschieht, ohne dass ich davon irgendetwas mitbekomme. Mein Name ist Thomas. Nett, dich kennenzulernen, Thomas. Hier, guck mal, wir tun uns da mal ganz kurz hin. Und werden den Müdigkeitsdebuff mal ganz kurz los. Spiel, wenn du dich aufhängst, töte ich dich. Danke. Danach werden wir ziemlich hungern, aber gut, wir schlafen mal bis zwölf, genau. Das stellt genügend Energie wieder her. Wir müssen nicht immer bei 100 sein. 92 reicht auch. Und gleich noch was essen, weil unser Charakter schon, weil Heinrich natürlich schon wieder am Verhungern ist. Wie könnte es auch anders sein? Spiel gespeichert, ich bin glücklich. So. Wir haben immer noch den Knast-Debuff. Aber das ist halt so. Verdammt! Da kommt nichts Gutes bei raus. Meine Rede. Den Nachbarn fehlen schon zwei Hühner. Könnten Wiesel gewesen sein. Oder das listige Weib. Wer weiß, was das für eine ist. Könnte ja genauso gut ein Bärenweib aus den Wäldern sein. Wohl kaum. Wir haben hier schon genug wilde Waldweiber. Bis auf Waschek. Der hat einen Drachen daheim. Okay. Erklärt mir, was ist los? Wo gibt's Clinch? Pass auf, Junge! Sonst fällt dir noch was auf den Kopf! Ich trage einen Helm, das geht. Okay, dann ist es mir halt egal, was ihr gemeldet habt. Essen. Ich hasse dich, Johanka. Du machst so ganz gute Dinge, aber allen Ernstes. Und selbst anzupöbeln ist nicht nett. So, wo ist das Herbarium? Das ist nicht das Herbarium. Gegen Flöhe und Warzen. Das ist auch nicht, wonach wir suchen. Brot, guck mal. Käse, nett. Verdammt! Du da, Nikodemus. Ah ja, Sekunde, wir wollten ja noch die Kräuter leer räumen. Können wir ganz kurz machen. Ach, du Scheiße. Liebeswerben besucht Theresa, ein Freund in Not. Das werden wir natürlich machen. Unkraut. Plünder können wir gerade wieder ausmachen. Und den Gotteshand sollten wir generell immer anhaben. So, wo ist das Unkraut? Der Garten ist hier, bei A, beim roten A. Wer bist du? Jemand, mit dem wir nichts zu besprechen haben, alles klar. Was ist das? Einfach nur irgendein Stück Pappe an der Wand. Erstmal waschen. Oh, die haben so das Taubengurren richtig reingekriegt. Das habe ich bisher in keinem Spiel gehört.
Das habe ich wirklich in gar keinem Spiel bisher jemals gehört. Das tatsächlich Taubengurren. Ah, das lasse ich jetzt auf. Rebellen! Nicht die Minze rausreißen, reiß den Löwenzahn. Bremsen sind ja auch Unkraut. Hoffentlich reißen nicht aus und das ganze Kräuterbild auseinander. Das nochmal Löwenzahn. Erstmal schön Blümchen sammeln. Wir wollen sowieso noch unsere Kräuterkunde verbessern. Okay, dieser Löwenzahn ist offenbar noch nicht reif genug, damit wir ihn rausreißen können. Man weiß ja, Unkraut muss man erst dann rausreißen, wenn es schon längst alles überwachsen hat. Aber wir nehmen schon einen richtig großen Radius inzwischen das ganze Gekraut einfach auf. Das ist ein Brennnessel. Da ist auch Löwenzahn. Der muss weichen. Ich habe die Sorge, dass wenn wir tatsächlich einfach aus einem dieser falschen Dinge draufdrücken, dass wir dann eiskalt das ganze Beet auseinanderreißen. Irgendwann sammeln wir einfach in so einem 50-Kilometer-Radius unter uns drumherum einfach alle Kräuter automatisch auf. Einfach nur sich einmal kurz mal bücken. Hey, 9 Stufen der Kräuterkunde, das ist erfreulich. Brennnessel. Minze, Minze, komm her, Löwenzahn. Da, 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 da. Da, da, da. Löwenzahn. Ich habe irgendwie fast die Sorge, dass wir einfach mehr rausreißen, als wir sollten, aber ich hoffe, der reißt immer nur die eine spezifische Pflanzensorte, die man gerade sammeln soll, raus. Denn das sieht jetzt gerade alles so leer aus, aber die Teile wachsen ja auch gerade und das ist Minze. Komm her, Löwenzahn. Komm her, Brennnessel. Hallo, Löwenzahn. Einfach alles ausreißen. Ach, es ist 15 Uhr hier und es wird gerade einfach schon wieder dunkler. Wegen Wolken, die auch mal über das Licht gehen. Was mir auch gefällt. Brennnessel. Ich glaube, die reißen wir auch alle raus. Während sich an die Kindheit, wo man einfach mit so einem Stock auf Brennnessel angeprügelt hat, weil niemand Brennnessel mag.
weil man sich daran immer irgendwie verbrennt. Es wird schon verrottete Äpfel am Boden liegen haben, die einfach vom Baum gefallen sind. Aber auch nicht sehr weit vom Stamm. Ich würde diese Beete als gesäubert klassifizieren. Geben wir mal zum Kollegen zurück. Unkraut. Das ist absolut optional. Haben wir auf jeden Fall gemacht. Ist gejätet. So mürrisch wie sonst. Nikodemus! Stuff getan. Mal schauen, wie er darauf reagiert, dass wir das tatsächlich gemacht haben. Und ich glaube, es würde auch einen Unterschied geben, wenn man... Nun ja. Ich glaube, es würde einen Unterschied geben, wenn man das nicht gemacht hat. Ist erledigt. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Nicht ein Blatt vergeudet. Freut mich, das zu hören. Ich werde mich selbst überzeugen. Was? Du hast doch das Beete gejagt! Bitte beleidige mich jetzt nicht, nur weil ich mich vielleicht möglicherweise verdrückt habe, ohne es zu merken. Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern! Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Wo ist denn das Herbarium? Übung. Alchemie. Würdest du mich in... Selbstverständlich. Ich glaube, wir sind noch nicht bei Stufe 5 in der Alchemie. Ich denke darüber. Gespräch beenden. Wo ist denn dein vermaledeites Drecksherbarium? Das ist ein Verband, den wir aufheben könnten. Ein Ernstes, wo ist das Herbarium? Sekunde mal. Wir haben doch garantiert irgendwo unser eigenes Herbarium dabei, oder? Heraldik. Alter, wie viel es zu lesen gibt. Eines Tages müssen wir alles lesen. Kann ich irgendwo Kräuterkunde gucken? Das ist doch alles alphabetisch, nicht so alphabetisch, wie ich es gehofft hatte. Alter. Soziales. Nein. Wo ist das vermaledeite Herbarium? Ich bin zwar zu dämlich dafür, aber Onkel Google vielleicht nicht. Kingdom Come Deliverance. Herbarium. Wo ist das Heißteil? Wo ist es? Sag an. Ah. Sekunde mal. Wirklich. Ich möchte
lesen. Ah, Kräuter. Aufgabe, warum geht zurück zu Bruder Nikodemus? Ein Kopfverband mit Wermutgetränk hilft gegen... Sekunde, dann machen wir das zuerst. Dann lassen wir das zuerst machen. Verlassen. Schinderei. Kloster, ja. Wer der prügelt sich zusammen? Guck mal, das ist doch schön sauber. Die Kräuter sind doch alle da. Und Gott bewahre, wenn nicht. Bekomme ich jetzt meine Belohnung? Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Versuch es noch einmal, aber diesmal gründlicher. Streng dich etwas an. Ist Distel auch ein Unkraut? Sekunde. Ich glaube, Distel ist auch ein Unkraut. Fragen wir mal kurz nach. Ups. Distel ist auch ein Unkraut. Das hätte ich mir eigentlich denken können beim Namen schon, aber gut. Sekunde. Woher weißt du? Jetzt kommt der Teil, bei dem du etwas lernst. Distel, danke. Verstehe. Alles klar, noch die Disteln da herausreißen. Ich wusste doch, irgendwas kam mir komisch vor bei diesen Feldern. Irgendwie sahen die alle so gemischt aus und ich dachte mir, okay, vielleicht muss das ja so, aber offensichtlich nicht. Die Distel sieht halt nicht wie Unkraut aus. So, dieses Bild ist clear. Fast. Hier. Wann hätten wir gerade Minze abgesammelt? Das wollen wir nicht. Fangen wir mit dieser Distel an. Diese Distel. Nein, ich habe Minze gerade... Warum? Warum hast du es getan? Der letzte Speicher ist zu lang her, scheiß drauf. Distel. Kollateralschäden. Bisschen Schwund ist immer. Ach, das Mittelalter, als Kollateralschäden einfach nur Schäden waren. Und das haben wir in so einem riesigen Grades um uns ran auf die ganze Minze rausgeprügelt. Distel. Nichts anderes anfassen. Nicht das Bein, weil. Da, Distel. Die Münze hat gelitten. Das ist keine Distel, oder? Ne, das ist noch das Bein will. Nikodemus, folgende Sache. Da ist was schiefgelaufen. Oh, verdammt. Da hat er noch die Pflanzen wegrationalisiert. Diesmal war Schwund. Das geben wir ganz ehrlich zu, ansonsten beschimpft er uns wieder. Ist erledigt. Hast du die Beet? Es könnte sein, dass ich ein paar andere Pflanzen erwischt habe. Wenn es nur ein paar sind, ist es nicht schlimm. Ich werde mich selbst überzeugen. Ja, deine halbe Münze, könnte man sagen. So. Ich möchte lesen. Kräuter. Was ist die Pflanze, die wir suchen? Benictus Distel. Erhöht Ausdauer, verringert die Redekunst.
wirksam. Es hat gegen alle, insbesondere gegen die Pest. Wasser lindert die Schmerzen und Vergiftungen. In Bier wirkt sie appetitanregend. In Wein trübt sie doch den Geist und sollte so nicht getrunken werden. Also nicht. 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 Minze. Rede kurz und vertreibt die Müdigkeit. Es steigert das Hungergefühl. Wer Wein mit Minze rotten am Morgen trinkt, kann in den Tagen nicht von anderen Tränken vergiftet werden. Das ist nett. Selten aufwendbar und vielmehr in der Nähe von Häusern und kultivierten Gärten. Ist also auch nicht. Salbei. Stärke und Vitalität verringert jedoch die Redekunst. Aromatisches Kraut zum Räuchern, das Zutat für Tränke aller Art, vertreibt Insekten und böse Geister. Beinhaltung führt Salbei zu prophetischen Träumen. Betrunken nennt er die alkoholbewogenen Kopfschmerzen. Übermäßiger Konsum macht geistig träge, aber mit dem richtigen Zusammensetzung sollte er im Kampf Stärke verleihen. Beinwell. Operiert als Schwarzwurz, ist das beste Heilmittel gegen gebrochene Knochen, Schwellung und Prellung. Es ist also Beinwell, was wir brauchen. Zudem hilft er bei inneren, von Knochen ausgehenden Schmerzen und wird für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit, kann aber auch andere. Zudem hilft er bei inneren, von Knochen ausgehenden Schmerzen. Er wird für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit verabreicht, kann aber auch dazu genutzt werden, Pferde und andere große Tiere zu vertreiben. Wächst am häufigsten an Ufern und in der Nähe von Gräben an Feldern. Er wird die Gesundheit und Ausdauer beträchtlich, ruft jedoch Müdigkeit davor. Okay. Beinwell ist also, was wir brauchen. Schade, dass wir da nicht gerade ausgerutscht sind. Nein, lass das. Schade, dass wir da nicht gerade ausgerutscht sind. Jetzt wird er, glaube ich, richtig zusammenscheißen, weil wir die halbe Minze aus dem Boden gerissen haben. Mit unseren super Kräuterkundefähigkeiten. Ja, Nikodemus. Bananenschalen. Das ist meine Antwort auf alles. Bananenschalen. Ausgerutscht und kurz mal das ganze Beet rausgerissen. Hab ich gut gemacht. Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Geh nur. Ich mach das lieber selbst. Willst du mich verarschen? Was?